Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Besse, ich bin Gestalttherapeutin und ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Schamheilung. Heute möchte ich mich sozusagen aus aktuellem Anlass mal mit der Frage beschäftigen, was Schamabwehr ist. Vielleicht hast du mitbekommen, was im Nachgang des EM-Finales in England passiert ist und wie die Schützen im Elfmeterschießen anschließend, nachdem England verloren hatte, Zielscheibe von rassistischen Angriffen wurden. Schamabwehr ist ein Vorgang, der so blitzschnell abläuft und oftmals so unbewusst stattfindet, also so wirksam funktioniert, dass es oft ein wenig Training braucht, um das Ganze zu erkennen und zu durchschauen. Aber im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, dass unser Unterbewusstes immer versucht, uns von Schmerzen, Unwohlsein, unangenehmen Dingen zu schützen. Und Scham zu empfinden, ist eines der schmerzhaftesten und unangenehmsten Gefühle, das wir kennen. Was ist das Problem damit? Wir könnten doch erstmal sagen, ach ja, toll, dann, wenn wir die Scham abwehren, dann sind wir gut geschützt und uns passiert nichts und alles ist in Ordnung. Das ist leider etwas zu kurz gedacht. Wenn wir begreifen, dass wir als Menschen aufeinander angewiesen sind und dass wir in einer Gemeinschaft leben, dann können wir negative Dinge nicht einfach woanders hinschieben und so tun, als ob sie nicht da wären. Das können wir zwar tun, so wie wir es beispielsweise auch mit unserem ganzen Abfall tun, aber irgendwann kehren die negativen Konsequenzen zu uns zurück. Mit Schamabwehr ist das genau das Gleiche. Warum? Wenn wir uns in einer bestimmten Situation beschämt gefühlt haben, ja, und ich kann mir vorstellen, dass viele Fußballfans sich sehr unangenehm davon berührt gefühlt haben, dass ihre Mannschaft verloren hat, obwohl sie so dicht am Sieg war. Wenn diese Gefühle zu stark werden, als dass wir sie noch aushalten könnten, müssen wir sie unterdrücken. Das führt dazu, dass wir einen Sündenbock brauchen. Und in der Regel sagt man so schön, buckeln wir nach oben und treten nach unten. Genau das Gleiche können wir in der Schamabwehr oder in Situationen von Beschämungen erleben. Ja, dass der Druck nämlich, der von oben erzeugt wurde, an die schwächeren Mitglieder weitergegeben wurde. Das ist auch hier passiert. Rassismus hat eine lange Geschichte, ist auch stark in unserer Kultur verwurzelt. Das heißt, wir haben das fast mit der Muttermilch aufgesogen. Und was dadurch geschehen ist, ist, dass eine scheinbare Hierarchie zwischen Menschen entstanden ist, denen unterschiedliche Werte, eine unterschiedliche Wertigkeit zugeschrieben werden. Und wenn wir jemanden beschämen, stellvertretend für unsere eigenen Schamgefühle, die wir nicht haben wollen, ja, dann werten wir andere ab und werten uns relativ gesehen damit auf. Das heißt, je geringer unser Selbstwert ist, je größer unsere Schamgefühle sind, je weniger wir mit uns im Reinen sind, desto stärker sind wir darauf angewiesen, diese Sündenböcke zur Verfügung zu haben. Also wenn Beschuldigungen auftauchen in einem System, in einer Familie, in einer Gruppe, dann kannst du ziemlich sicher sein,
dass da eine Schamdynamik am Werke ist. Was kann man stattdessen tun, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass jemand anders unter meinen eigenen negativen Gefühlen leidet? Da hilft nur Bewusstwerdung. Zugeben. Spüren. Erkennen, was mit einem selber los ist. Da kann es auch helfen, wenn wir unseren Schamgefühlen endlich einen Namen geben können. Ich habe das in meinem Eingangsvideo schon mal gesagt, dass ich lange Zeit völlig ahnungslos war, wie ich diese merkwürdigen, unangenehmen, ja richtig unerträglichen Gefühle in mir überhaupt nennen sollte. So. Wenn also diese Fußballfans die Größe gehabt hätten, oder sagen wir mal neutraler, wenn die genug Unterstützung in ihrem Umfeld hätten, um sich einzugestehen, dass sie sich beschämt gefühlt haben durch diese Niederlage, hätten sie es nicht länger nötig gehabt, sich einen Sündenbock zu suchen. Für mich ist Teil der Schamheilung ein wesentlicher Schritt, die Verantwortung für meine eigenen Anteile zu übernehmen, die Verantwortung für meine eigene Schamreaktion zu übernehmen. Das macht es nicht angenehm. Aber die Motivation, das zu tun, ziehe ich aus der Erkenntnis, dass es erstens mein Gefühl ist und der andere, den ich beschämen möchte, nichts dafür kann. Und zweitens ist meine Motivation, diesen destruktiven Kreislauf, der dadurch entsteht, zu durchbrechen. Und destruktiv wirkt das Ganze nur so lange, wie es unerkannt bleibt. Anfangs ist diese Abwehr noch so blitzschnell, dass wir das gar nicht mitkriegen. Und das ist ja auch Zweck der Übung. Ja, unser Unbewusstes will ja auch das Ding so schnell wegschieben, dass wir mit diesem Schmerz, der dahinter steht, überhaupt nicht in Kontakt kommen. So. Wenn wir aber dieses Abladen unseres Mülls bei anderen unterbrechen wollen, wenn wir sagen wollen, okay, ich bin nicht besonders scharf darauf, diese unangenehmen Gefühle selber zu spüren, aber ich übernehme dafür die Verantwortung oder versuche das zumindest, dann entsteht allmählich eine Lücke zwischen Trigger, also Auslöser, und blinder Reaktion. Wenn ich einmal begriffen habe, dass ich möglicherweise eine Weiterleitung, eine Ableitung praktiziere, kann ich anfangen innezuhalten. Eine Sekunde, zwei, drei. Und in diesem Moment kann ich beginnen zu spüren, was tue ich da gerade? Reagiere ich so? Werde ich gemein? Werde ich abfällig? Weil mir selber was unangenehm ist? Und in diesem kurzen Moment zwischen Auslöser und Reaktion liegt Freiheit. Auch mir passiert es bis heute, dass ich in die Reaktion gehe. Auch mir passiert es bis heute, dass ich mich immer noch mal dabei ertappe und sage, verdammt, da ist mir wieder einer durchgegangen. Oder aber, ich habe so viel Schmerz gespürt, so viel Unwohlsein, dass ich den nicht halten konnte. Und was habe ich gemacht? Zack, ich habe sie mit anders aufgeladen. Wenn ich das mitkriege, entschuldige ich mich heute dafür. Ich mache diese Prozesse transparent. Wenn das mit meinen Kindern passiert, dann gehe ich nachher, wenn ich mich
runtergekühlter, gehe ich hin und sage, hör zu. Ich glaube, ich habe dir gerade eine verpasst. Ich glaube, ich habe dich gerade verletzt. Ich glaube, ich habe dich gerade beschämt. Das tut mir leid. Diesen Schritt halte ich für essentiell, wenn es darum geht, Schamwunden zu heilen. Dass wir anerkennen, was wir tun. Dass wir spüren, warum wir es tun. Und in diesem Spüren entsteht eine Alternative. Wir können dann immer noch entscheiden, ich will den Scheiß nicht haben, ich lade das bei meinem Nachbarn ab oder bei meinem Kind oder bei meinem Partner. Und dann ist das eine Entscheidung. Oder ich sage, ich pausiere, guck mir selber aufrichtig ins Gesicht oder in mein Herz und sag, Scheiße, das fühlt sich richtig, richtig kacke an. Arnold Beißer, ein vollständig gelähmter Gestalttherapeut, hat einmal das Paradox der Veränderung beschrieben. Er hat gesagt, Veränderung passiert nicht, indem wir willentlich etwas verändern, sondern indem wir anerkennen, das, was ist. Und das Paradox besteht darin, dass durch das Anerkennen, durch das Spüren, dadurch, dass wir aufhören zu leugnen, dadurch, dass wir es erlauben, da zu sein, dieses verdammt unangenehme Gefühl, dadurch beginnt die Veränderung. Ich möchte dich einladen, diese Verhaltensweisen in deinem Umfeld einfach mal zu beobachten. Mach dir kein Urteil. Sieh einfach nur, was passiert. Wo werden Menschen verletzend? Wo werden Menschen beleidigend? Wo werden Schuldzuschreibungen ausgesprochen? Wo erhebt sich ein anderer über eine zweite Person? Das sind alles Momente, wo Schamabwehr am Werk ist. Sieh es dir einfach mal nur an. Und dann sieh zu, ob Dinge anfangen, sich zu verändern. Ich freue mich, dass du hierher gefunden hast. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und sage bis dahin, tschüss.